herzlich willkommen zurück bei Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ja, wir haben immer noch unsere bekloppte Rüstung. Mittlerweile weiß ich wenigstens, woher ich die habe, weil ich das Spiel halt mit seinem Code im PlayStation Network registriert habe. Genau, wir sind hier in der Schildringfeste. Genau hier in der Schildringfeste. Und in dazwischen den Episoden habe ich hier ein bisschen verkauft. Hier vorne ist ein Schmieden. Viel interessanter ist hier allerdings dieser Halder, Rodrik. Ihr habt euer kleines bisschen Weisheit von mir bekommen. Und jetzt lasst mich in Frieden. Ah, ich habe von ihm noch gar nichts bekommen. Der kann uns ausbilden. Und da gibt es mehrere NPCs, die das machen. Und zwar können wir hier ein Schmiedekunst kaufen für 15.120 Gold, allerdings nur, wenn unsere Talentstufe zwischen 0 und 3 liegt, klappt das. Da gibt es später auch noch andere NPCs, wo wir das auch für andere dieser Talente machen können. Wenn wir danach zum Beispiel beim Schicksalsweber die Talente zurücksetzen würden, wir werden gut bezahlt. Diese gekauften Punkte aber auf jeden Fall bleiben. Natürlich bin also ich stolz. Halt wirklich, wäre ich sonst, Gold, wäre ich sonst ein Kriegsgeweihter? Ein dauerhaftes Skills. Und ja, kostet einiges, aber ich denke, dass es auf jeden Fall wert. Genau, als ich hier gerade eben geguckt habe, haben wir auch schon hier gesehen. Aktuell haben wir hier eine Quest zur Arkhütte. Und ich denke, das machen wir jetzt auch. Das ist wirklich mal momentan ganz ausnahmsweise, dass wir das spielen. Die Hauptquest ins Licht. Wir müssen uns mit Aden bei seiner Hütte treffen. Und das gehen wir doch dann mal erstmal jetzt an im nächsten Schritt. Wir kommen auf jeden Fall hier oben in das Gebiet wieder zurück. Wir müssen ja noch nach oben zu den Feien, um ihnen, um sie über das Schicksal ihrer Angehörigen zu informieren. Und es gibt ja auch noch genau andere Sachen. Wir haben ja auch immer noch Sachen mit unserem interessanten Wolfmenschen. Nennen wir ihn interessant. Und hier ist wieder ein Metallstein. Gibt uns einfach mal wieder einen Buff. Den nehmen wir natürlich mit. Wir laufen ein bisschen wie ein Betrunkener rum. Und laufen zu Adens Hütte. Da vorne ist sie ja sogar schon. Echt ein Katzensprung. Und wir sammeln hier noch schön Kräuter ein. Und da haben wir sie entdeckt, Adens Hütte. Gehen wir auch sofort rein. Boah, allerdings klauen wir uns noch weitere Reagenzien. Ja, die nehmen wir auch gleich mit. So, und ab dafür. Ah, wir können in den Optionen den Helm ausblenden. Ich glaube, das machen wir auch gleich mal. Da liegt wer. Kümmern wir uns gleich drum. Wir gehen einmal kurz hier in die Option rein. Spiel. Helm ausblenden. Ah, ist auch gleich viel schöner. Dann reden wir doch mit Aden. Interessant. Ihr seid absolut nicht das, was ich hier erwartet hatte. Was habt ihr denn hier erwartet? Ich hatte einen Trupp Tuater bis hierher verfolgt. Sie haben den Schicksalsweber getötet. Ich hatte gehofft, sein Leichnam könnte mir einen Hinweis darauf liefern, warum sie hier waren. Doch nun wird mir einiges klar. Sie hatten gehofft, euch anzutreffen. Warum habt ihr ihn denn nicht gerettet? Wenn ich eingegriffen hätte, wüssten die Tuata jetzt, dass ich sie verfolgt habe. Dieser Schicksalsweber war es nicht wert, kostbare Informationen zu verlieren. Aber die Tuata sind noch immer dort draußen. Ich muss gehen. Ich bin mir sicher, wir werden einander wiedersehen. Schon bald. Macht euch auf den Weg. Was ist hier geschehen? Da kommt Agard wieder und ich glaube, mit dem reden wir. Aden ist tot. Wie ist das geschehen? Die Tuata haben ihn wohl getötet. Was könnten sie hier gewollt haben? Warum sollten sie einen harmlosen alten Schicksalsweber töten? Sie konnten nicht wissen, dass ihr hierher kommen würdet. Ich meine, nun ja, der geizige Bastard war mir die Getränke einer ganzen Woche schuldig. Aber das bedeutet doch nicht, dass er es verdient hatte, ermordet zu werden.
Ich hatte gehofft, es vermeiden zu können. Aber ich denke, ich werde euch nach Dellach bringen müssen. Okay. Was ist Dellach? Es ist ein geheiligter Ort für uns Schicksalsweber. Und einer, von dem ich mich lieber ferngehalten hätte. Ich hatte gehofft, Argen könnte euch dorthin bringen. Aber ich schätze, es ist wohl doch an mir. Es gibt keinen Grund, warum deshalb noch jemand ermordet werden sollte. Macht euch auf den Weg. Wir treffen uns dann dort, sobald ich Aden angemessen bestattet habe. Das war jetzt schon das zweite Mal, dass ich die Toten begraben habe, die ihr hinterlassen habt. Berühmte Magier. Ein Buch über die berühmtesten Magier des Magierkollektivs der Scholia Arcana. Nö, das nehme ich mit. Das sieht sehr langweilig aus. Abgewetzte Dokumente. Taschentalisman. Auch einfach mal mit. Die brauche jetzt auch nicht mehr, die Sachen. Und was ist das? Okay. Nehmen wir einfach mal alles mit. Vielleicht können wir es ja doch noch für ein paar Dukaten sozusagen verkaufen. Für ein bisschen Gold. Weil wir wissen jetzt ja, worauf wir sparen müssen. Wir haben knapp 6.000, wir bräuchten 15.000, um Schmiedekunst einen Punkt zu kriegen. Das ist schon momentan, würde ich sagen, eine ganze Latte, was wir da an Gold brauchen. Gucken wir doch einmal ganz kurz ins Licht, genau. Ja. Die führt uns nach Dellach, nach da. Wir haben hier oben allerdings noch so viel zu tun. Und das möchte ich jetzt nicht alles auslassen. Wo führt uns die Quest hin? Oh, das ist auch nicht direkt um die Ecke. Das wäre auch noch Ettenmeer. Okay, wir sollten Ebelholz, Borke. Ah, hier haben wir noch Antilopenköpfe und Bücher gefunden. Antilopenköpfe, genau, das war das mit dieser Reisenden. Ich hoffe eigentlich immer noch, dass wir es vielleicht schaffen, uns mit der gut zu stellen, weil, das weiß ich, weil das hatte ich jetzt auch nochmal nachgelesen, dass die Reisenden, bei denen können wir sonst nach einer, bei denen können wir zum Beispiel halt geklaute Sachen verkaufen. Oder, was ich auch gelesen hatte, man kann sie bei ihnen verkaufen, zurückkaufen und auch mal ganz normal beim Händler wieder verkaufen. Das ist ein kleiner Trick, um ein bisschen mehr Gold zu bekommen. So, dann brauchen wir noch ein Antilopenköpfchen. Antilopen, wo seid ihr? Da waren doch hier immer so massig Antilopen. Sonst. Boah. Gestern hatte ich eigentlich einige gesehen. Ah, da oben sind wieder welche. So, aufladen. Dafür. Schön. Das ist auch selten. Jede Antilope hat einen Kopf. Ist ja sonst häufig so in Rollenspielen. Man tötet 20 Gegner, man braucht irgendwie 10 Hände. Wir töten die halt so brutal, dass die Hände immer kaputt gehen oder so. Und dann reden wir doch wieder mit Penny. So bin ich wieder. Gut. Der Troll, der in der Ballade den Ring gestohlen hat, heißt Lecker der Beleibte. Ich schätze, er hatte wohl einen gesunden Appetit. Bei dem Namen glaubt man das. Ihr müsst die Trophäen genau so platzieren wie der Champion in der Ballade. Wenn alle an Ort und Stelle sind, müsste Lecker auftauchen. Sobald er da ist, sollte es eine Kleinigkeit sein, den Ring in euren Besitz zu bringen. Ich meine, ihr habt doch schon mal einen Troll getötet, oder? Jo. Lebt wohl! Und während wir jetzt die Antilopenköpfe in Position bringen, singen wir einfach die ganze Zeit lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Lecker, 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 lecker. Heißt er im Englischen Nom Nom Nom? Oh, da kommt das.
Bisschen abseits von ihm, der Ring der Maid, vergleichen, 10% Leben. Ja, aber den nehmen wir ja nicht für uns. Sondern den nehmen wir ja für Sie. Danke, für dass Camry. Ihr euch um Lecker gekümmert habt. Ich hatte natürlich nicht wirklich Angst. Ich spiele einfach nur meine Rolle, das ist alles. Sicher. Gebt mir jetzt, wo das alles erledigt ist, einfach den Ring und ich gebe euch eure Bezahlung. Ich meine, 10% mehr Leben ist schon nicht schlecht, aber sind wir mal hier dieser gute Krieger. Gut, wir sind noch ein Seltener. Aber trotzdem, hier ist der Ring. Und hier ist eure Belohnung. Wisst ihr, ihr habt die Voraussetzungen für einen fähigen Reisenden. Und das meine ich als Kompliment. Ihr solltet euch vielleicht im Diebeshandwerk versuchen. Wenn es euch zusagt und ihr gut genug seid, könnt ihr eure Waren an unsere Hehle verkaufen. Mhm. Erzähl mal, wo hast du den Reisenden? Ihr seid neu in den Feindlanden, nicht wahr? Wir Reisenden sind Leute ohne Land, Gesetz oder König. Wir gehen, wohin wir wollen und tun, was uns gefällt. Abgesehen davon ist allgemein bekannt, dass wir zu den großartigsten Dieben im Land zählen. Okay, den Text küss hatten wir einen schon. Reisenden und zähl anschließend deine Zähne, so heißt es. Erzähl mir doch mal was zu den Kriegsgeweihten. Ich vermute, er hat ja nicht die beste Meinung drüber. Wer sich abmüht, um der Natur zu trotzen, ist ein Narr. Die Kriegsgeweihten haben diese Feste erbaut, damit sie der Zeit und der Natur standhält. Sie sollten die Lektion von Schloss Jolvan beherzigen. Wenn die Magie etwas zurückfordern will, das rechtmäßig ihr gehört, wird sie es auch tun. Ja. Das reicht mir auch erst mal. Angenehme Reisen. Euch auch. Schade. Ich hatte ja schon doch so ein bisschen gehofft, dass wir jetzt bei ihr vielleicht so... bei ihr vielleicht jetzt doch sozusagen was kriegen. Ach genau, das war... Ja, das war die falsche Taste. Wo führt uns dieser brutale Vertrag hin? Auch noch hin. Wir suchen ja vor allem... Genau, Egelholz. Borke ernten, Angriff melden, dann ernten wir doch mal erstmal die Egelholzborke. Die wir für unseren Freund, diesen Wolf im menschlichen Körper brauchen, oder den Verrückten, je nachdem, wie wir ihn gerade nennen. Ich vermute ja, wir müssen gleich auch wieder so ein bisschen gegen Elfen hier kämpfen. Oder gegen Gott. Fast noch lieber, weil die viel weniger aushalten. Ah, ich finde das toll. Zauber, das geht. So ein bisschen Borke. Brunnenwasser brauchen wir jetzt. Auch das sollte nicht das große Problem sein. Vor allem, wenn uns das Quest eigentlich da mehr oder weniger hinschickt. Das springt die ganze Zeit hin und her. Das ist irgendwie ein bisschen blöde zu fangen. Okay.
Bescheid wissen. Wir warten jetzt hier einfach. Oh, ich habe gesehen, hier gibt es auch noch eine Quest. Von Oleander Sinclair. Laufen wir doch mal eben kurz hier nochmal zum Schrein. Ne? Nee. Ist da. Als das Egelholz die Oberfläche des Beckens berührt, versinkt es in der wirbelnden Schwärze und plötzlich scheint alles Friedrich. Du nimmst einen Trank des Wanderbrunnens an dich. Das Wasser des Beckens ist ruhig und still, scheint jedoch keinen offensichtlichen Nutzen für dich zu besitzen. So, dann gehen wir zu unserem Wolf im Menschenkörper zurück. Also hier ein kleines Stück die Straße zurück. So, die Kamera wieder ein bisschen ausrichten. Und da oben war ja nicht wirklich irgendwo. Oh, hier ist noch eine Schatzkiste. Vergleichen. 57. Ja. Das nehmen wir. Das gucken wir uns jetzt allerdings erst das nächste Mal an, bevor wir wieder verkaufen, was wir dann wirklich Neues tragen. Oder wenn wir noch mindestens ein, zwei weitere Sachen finden. Damit wir jetzt nicht wieder die halbe Episode uns einfach nur umziehen. Oho. Ein Hü. Er ist da, Zweibeiner. Der Geruch von Wasser. Schwach, aber er entgeht mir nicht. Mein Rudel wird erfahren, wie mitfühlend und ehrbar ihr seid. Ja. Ich gehe jetzt zurück in die Wildnis, zu meinem Rudel. Und ihr könnt euren Weg fortsetzen, aber mit dem Wissen, wie man im Kampf die Stärke eines Wolfes erhält. Ja. Und jetzt nehme ich einen großen Schluck dieses Tranks und werde wieder einer der meinen. Da bin ich einmal gespannt. Oh. Okay. Es war also echt ein Wolf und nicht nur ein Verrückter. Ja. Gut, dann haben wir jetzt hier noch eine andere Aufgabe im Gebiet, und zwar Brücken bauen. Wir sollen den Angriff melden. Dafür müssen wir nach da ganz oben. Zu den Pfeilen, da liegen sicherlich, ja, sieht man ja auch schon auf der Karte, da liegen einige Kämpfe vor uns. Und noch ein Bogger. Wohl nicht so viel gebracht. Das probieren wir nochmal sehr leicht. Und zwar haben wir jetzt eine Idee. Ich verstehe es einfach nicht. Was haben wir denn jetzt hier als... Man sieht auch nicht wirklich, was wir jetzt als Debuff haben. Also ich sehe halt, dass ich da einen habe, aber das ist auch irgendwie alles. Hier vorne haben wir wieder eine Höhle. Da gehen wir jetzt erstmal natürlich noch nicht rein. Gorguat. Mal gucken, vielleicht kriegen wir dafür noch eine Aufgabe. Aber sonst machen wir uns auch erstmal auf den Weg zu den Feiern. Ein Oderradstein. Wenn ich den Rest meines Lebens verbringen muss, ohne dass er es weiß, nun, dann werde ich das. Vielleicht ist es das Beste. Es ist edel. Ja, ich könnte es jemandem sagen, doch das wäre nur Betteln um ein Lob.
Was es zu einem Axt der Liebe macht, ist gerade, dass niemand es weiß. Oder zumindest, dass er es nicht weiß. Soll er nicht wissen, niemand wissen, dass sein Fall das Ziel ist. Er hat die Stadt gerettet. Er ist gerettet. Ja, klang gerade so ein bisschen, wie ich das mitbekommen habe, noch in der Lebensgeschichte. Ich habe die Stadt gerettet, ich bin ein Held, aber vermutlich ging es um irgendwen ganz anderes. Oh, wir haben jetzt auch Gold erhalten durch unser Talent Sinneschärfe. Das ist ja einer dieser Vorteile dieses Talents. Keine Ergänzung gefunden. Eine Kultur, leicht. Ein brutaler Hammer. 34. Achso, benutzt wir momentan gar nicht. Augenhaus der Balladen entdeckt. Schön, dann können wir jetzt hier auch immer schnell hinreisen und dann betreten wir doch auch gleich das Haus der Balladen, um mit den Feinden zu reden. Falls sie mit sich reden lassen, ist natürlich auch eine Bedingung. Ja, sieht mir doch gleich noch ein Wächter aus. Schluss jetzt, Sterblicher! Ihr gehört nicht zu unseresgleichen. Und der Sitz von Sir Zagrel wird niemals von jemand derart Weltlichem eingenommen werden. Hey, ich will euch ja nicht. Alam der Weiße bereitet den Wettstreit vor und darf in dieser Zeit unserer größten Not nicht gestört werden. Ja, dann erzählen wir doch was über Alam der Weiße. Der Geschichtenerzähler steht uns allen in der Erzählung der großen Lieder des Hofes des Sommers vor. Er leitet unser Haus und dient unseren prächtigen Rittern im Hof der Zauber. Okay. Aus der Balladen, Hof der Zauber, Theater, Wettstreit. Was ist denn überhaupt für Wettstreit? Es geht darum, einen freien Sitz im Haus der Balladen zu besetzen. Doch das ist keine Angelegenheit der Sterben. Wenn Hallam herausfindet, dass ich euch davon erzählt habe, könnte er dafür sorgen, dass ich von der Erzählung ausgeschlossen werde. Okay. Erzähl mir doch erstmal kurz noch was zu dir, dann komme ich danach noch auf den Punkt. Man kennt mich als den Knappen. Meine Pflicht ist es, den Kanzler des Hauses der Balladen bei all seinen Vorhaben zu unterstützen. Hallam behandelt mich gut und es ist mir eine Ehre, ihm zu dienen. Gut, aber ich habe eigentlich ein wichtiges Anliegen, eine Falle wurde verletzt. Ihr sprecht ohne Zweifel von Illuvia, diese ungestüme Närrin. Ich habe ihr gesagt, sie soll eure Ansiedlung meiden, überhaupt ganz Odarath. Aber sie hat noch nie auf meine Warnungen gehört. Ich werde sie bei ihrer Rückkehr angemessen maßregeln. Es ist schlimm, sicher, aber nicht das erste unerwartete Ereignis in dieser Geschichte. Was ist vorgefallen? Tja, ich könnte jetzt entweder lügen oder die Wahrheit erzählen und ich erzähle natürlich die Wahrheit. Angegriffen, sagt ihr? Euer Volk hat zu viel Angst, um uns auch nur anzusprechen. Und jetzt versucht ihr uns zu töten? Das begreife ich nicht. Dennoch weiß ich eure Ehrlichkeit zu schätzen. Sagt den Einwohnern von Gorhard, dass sie nichts von uns zu befürchten haben. Wir wollen ihnen nichts Böses, solange sie den Wald unberührt lassen, so wie sie ihn vorgefunden haben. Sind die dann auch Holzfäller und so? Dann. Ich sollte nicht danke. Dabei gesehen werden, wie ich mich mit euch unterhalte. Das schadet meinem Ansehen. Ja, dann geh ich weg. Ich werde hier sein. So, hört mir zu. Was haben wir denn hier alles? Ihr alle. Wie ihr bereits gehört haben werdet, ist es im Haus der Balladen zu einem freien Sitz Unverfrorenheit. Es gab ein Ereignis, eine gewaltige Wendung in der Geschichte unserer Art. Sir Zagrel ist Mischt gefallen. Mischt euch nicht in den Wettstreit ein. Zagrel. Ich rede einfach mal mit Hallam, mit dem Weißen. Dies betrifft euch nicht, Sterblicher. Ihr könntet es nicht verstehen. Einer unserer meistverehrten Helden ist gefallen.
Sir Sagrels Ableben bedroht seine Legende. Kein Sitz im Haus der Balladen darf leer bleiben, wenn die großen Geschichten nicht enden sollen. Und das darf niemals geschehen. Ja. Gut. Was ist denn mit diesem Sir Sagrel geschehen? Sir Sagrel, Bezwinger von Usigan, Herr der Morgennebel und Verteidiger der Krone von Haxi, war einer unserer meistverehrten Ritter. Seine Legenden haben Generationen überdauert. Er ist vor mehreren Tagen aufgebrochen, um gegen den Graborka, seinen berühmtesten, legendären Feind, in die Schlacht zu ziehen. Doch es gab einen Zwischenfall, eine Wendung in der Geschichte. In dieser Erzählung war es der Borka, der Sagrel besiegte. Einen derartigen Ausgang hat es noch nie gegeben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Kannst du mir dann noch was zum Haus der Balladen erzählen? Wir sind die Sammler von Geschichten, die Krieger der Legenden. Die angesehensten aller Helden vom Hof des Sommers. Unsere Taten sind überall in den Feienlanden bekannt. Unsere großen Ritter, Wenzen der Kühne, Airma der Reine, Olen die Gütige, sind dazu bestimmt, ihre Heldentaten bis in alle Ewigkeit zu wiederholen, damit kein Feier sie jemals vergisst. Ein bisschen repetitiv, oder? Sie erinnern uns daran, wer wir sind und was wir getan haben. An unsere größten Erfolge und unsere bittersten Niederlagen. Das Haus stellt sicher, dass diese bedeutenden Geschichten niemals vergessen werden. Okay, ich sag einfach mal was. Ich möchte seinen Platz einnehmen. Ihr seid kühn. Doch auf diese Art werden die Geschichten im Haus der Balladen nicht erzählt. Allein ein würdiger Feienheld kann seine Aufgabe erfüllen und seine Legende zu Ende schreiben. Doch dies sind seltsame Zeiten. Die Magie webt sich selbst in neue Muster und es gibt Veränderungen. Das Einzige, womit wir Feien keinerlei Erfahrung haben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch den anderen Anwärtern anschließen. Auch ihr könnt versuchen, den Graborka zu besiegen, Sagrels Ring zu bergen und seinen Sitz im Haus der Balladen einzunehmen. Das klingt doch gut. Wo ist denn dieser Graborka? Der Bau des Borka liegt östlich dieses großen Hauses in der Höhle von Gorguat. In der Nacht, nach Einbruch der Dunkelheit, kann man seinen unruhigen Schlaf hören. Ah, die Höhle kennen wir. Die Schreie sind beunruhigend. Sind wir auf dem Weg hierher vorbeigekommen. Okay, dann erzähl mir noch eine Sache zum Lied von Sir Sagrel und dann liegt auch schon wieder am Ende. Es ist eine beliebte Geschichte über den angesehensten Schurken am Hof des Sommers. Eines Nachmittags wurde Sagrel, noch ganz schläfrig vom Wein und seinen Träumen von Frauen, durch ein schreckliches Brüllen geweckt. Die heimtückische Maid von Windermeer, die Feindin des Hauses der Balladen, beschwor aus den Tiefen der Erde eine Bestie herauf. Sie wollte sie auf Wenzen persönlich hetzen. Als die Maid fort war, wagte sich Sagrel in den Bau der Bestie und tötete sie, nur um feststellen zu müssen, dass sie nur der erste vieler weiterer, noch tödlicherer Gegner war. Welch ein Lied! Ja, und welch eine Nun spannende geht Geschichte, die wir hier und gehört macht haben. Das Lied zu eurem eigenen. Genau. Das werden wir in der nächsten Episode angehen. Wir werden uns vor allerdings hier erst noch ein bisschen umsehen, vielleicht noch mit ein, zwei NPCs dann reden.
Aber wie gesagt, erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Kingdoms of Reckoning Amalur. Bis dann.